Herzlich willkommen zur 9. Folge von Gold Rush The Game zusammen mit Tobi. Moin! Ja, auch bei diesem Spiel ist es schon wieder ein Jahr her, fast, dass wir zuletzt das gespielt haben, wie eigentlich bei allen Spielen, die wir heute in unserer, nicht heute, diese Woche, euch zeigen, in unserer Geburtstagsjubiläums, 2 Jahre Woche, Gedönsdingens, da irgendwas, wir haben keinen Namen dafür, egal. Mir fällt gerade so ein bisschen auf, es ist so ziemlich fast genau das gleiche, was ich in der Satisfactory-Folge auch gesagt habe. Weil man muss dazu sagen, hast du die Satisfactory-Folge noch nie angesehen und hat noch nichts von der Aufnahme mitbekommen. Richtig. Aber ihr seht die morgen Satisfactory-Folge. Ja. Die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen vielleicht noch, ich mach mal die Taschenlampe aus, dass wir in der letzten Folge unsere Tier-2-Anlage mit dem Bagger fertiggestellt haben. Das weiß keiner mehr. Ich glaube auch, deswegen sage ich es ja gerade nochmal. Wir sind ja ewig lang hin und her gefahren, haben das alles aufgebaut und hatten schon mal symbolisch die ersten paar Baggerschaufeln da in unsere Waschanlage reingetan. Und seit dieser Folge habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen nachgespielt. Nicht nachgespielt, weitergespielt. Wir waren in der letzten Folge noch im Frühling, jetzt sind wir im Sommer. Ihr seht, 10 Tage bis Herbst, das ist die nächste Jahreszeit, die dann kommt. Wir finden jetzt gerade Anfang Sommer. Schneit es im Winter? Nee, es ist Regen. Also im Winter, naja, im Winter schneit es, ja klar. Wir hatten doch eine Folge, wo uns der Bach da vorne aus dem Wasserbeziehen zugefroren ist und wir dann kein Wasser mehr hatten. Stimmt, ich nicht mehr waschen konnte, ja. Ne, das Zeug. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen weiter gebaggert in, ich würde sagen, so 2 Stunden habe ich vielleicht hier gebaggert, ein bisschen Gold verkauft. Dann, weil ich nämlich Treibstoff kaufen musste für den Ding hier. Und ich sag mal so, der frisst eine Menge an Treibstoff. Und das Einzige, was ich habe zum Treibstofftransport, sind Kanister. Wir hatten mal 2 Kanister, jetzt haben wir 5 Kanister. Ich brauche ungefähr schätzungsweise 25 Kanister Lade, um den Tank von diesem Bagger voll zu bekommen. Dann Worten, ich habe die Hälfte der Zeit gebaggert, die andere Hälfte der Zeit bin ich in die Stadt gefahren, an die Tankstelle, habe meine Kanister mit Benzin aufgefüllt. Und die ganze Zeit diesen Bagger gefüttert. Ein Tankwagen gibt es nicht. Ihr seht, wir haben aktuell nur $5,000, das ist für das Spiel eher wenig Geld. Das lag einfach daran, weil wir am Ende der letzten Folge tatsächlich wirklich blank waren und ich dann ein bisschen Golderz verkaufen musste direkt, damit ich ein bisschen Geld habe, um das Gold einschmelzen zu können, weil Gold einschmelzen kostet Geld, oder mit Treibstoff zu kaufen sofort. Hab dann ein bisschen Gold verkauft, was wir noch da hatten. Und ihr seht es, ich habe jetzt seitdem, inklusive der ganzen Nuggets, die ich zufällig noch gefunden habe, jetzt 1021 Gramm Gold gefunden, ne? Also alles, was ich davor hatte, habe ich verkauft an Gold, damit ich mir Treibstoff leisten konnte. Und ich würde sagen, unsere erste Amtshandlung würde es sein, dass wir jetzt in die Stadt fahren, das Gold mal einschmelzen lassen, verkaufen und dann mal schauen, ob wir uns davon einen Tankanhänger kaufen können. Ich finde, das ist eine sehr gute Maßnahme. Also ich meine, wenn du ja schon so erzählt, wie oft du hier hin und her gefahren bist. Allein der Spritpreis für den Pickup. Ja. Gott. Also die Spritpreise hier im Spiel, muss ich sagen, sind tatsächlich auch recht teuer. Also ich weiß nicht, ob sie die jetzt aktualisiert haben mit der aktuellen Situation oder ob die in Amerika immer so teuer waren, weil ich glaube, der Spritpreis pro Liter war $2,70 jedes Mal. Ui. Also umgerechnet würde ich sagen 2,40, 2,50 in Euro. Was ja eher mit dem aktuellen Spritpreis übereinstimmt. Und ich glaube, in Amerika ist der Sprit da nochmal um einiges billiger eigentlich, aber... Gut, die Frage ist, wie realitätsnah sind die Preise angelegt? Wobei man auch sagen muss, du hast hier, ist es hier eine sehr abgelegene Gegend, da kann es durchaus sein, dass die Sprit ein bisschen teurer ist, weil der noch extra hertransportiert werden muss. Ja. Aber ich muss auch sagen, was ich auch schon fand, was mir davor nicht aufgefallen ist, dass der Spritpreis tatsächlich wechselt. Also, ich glaube, das Niedrigste, was ich hatte, war 2,74, das Teuerste, was ich hatte, war 2,77, für das ich Sprit eingekauft habe an der Tankstelle. In der ganzen Zeit. Das ist ja wirklich eine große Schwankung. Ja, trotzdem, es sind Schwankungen. Und wenn du so 10 Kanister dir holst, also du zweimal den 5 Kanistern hin und zurück fährst, um den Bagger wieder den Tank so nicht ganz halb voll zu machen, damit du da ein paar Minuten baggern kannst. Das macht einen Unterschied, ob du 2,74 oder 2,77 zahlst. Ja, okay. Wie viele Liter passen in einen Kanister rein? 20. 10? 20. 20, Ja, okay, mach schon, ja gut, auf die Masse. Gerade, nee, okay, ich hätte anders abbiegen müssen. So, und irgendwie, ich muss so aufpassen, aber hier an dieser Stelle, ich gucke jetzt gerade mal in den Boden, hier ruckelt das immer extrem.
Und an meiner Grafikkarte oder an meinem Prozessor wird es nicht liegen, ne? Ich vermute mal eher, weil das Spiel von 2016 ist, dass es für meine Hardware nicht optimiert genug ist und dass es deswegen hier zu Rucklern da kam. Aber jetzt gerade kam es kein Ruckler, aber als ich vorgespielt habe, also umso länger ich gespielt habe, umso stärker waren die Ruckler da an der Polizeiwache. Deswegen. So, dann sind wir aber beim Schmied angekommen. Übrigens, beim Schmied war noch so ein Notizzettel, wo man sowas mit der Story erfahren kann. Die habe ich eingesammelt. Also weil wir unser zweiter Notizzettel schon über eingesammelt haben. Du kannst nur die Hälfte vom Gold schmelzen. Ich kann nur 500. Ah, der kann wahrscheinlich nicht mehr als 500, der kann wahrscheinlich nicht mehr als 567 Gold auf einmal schmelzen, ne? Deswegen wahrscheinlich. Aber 500 Kilo. Also, das heißt, das ist unser zweites, die zweite Notiz, die wir eingesammelt haben, und für jeden Notizzettel werden alle Sachen, die wir kaufen, oder nur im Shop die Sachen oder wie auch immer, um 1% billiger. Deswegen, also wenn man da mal zufällig gerade eins findet, weil ich musste hier beim Schmied warten, bis der Barren fertig geschmolzen ist, dann habe ich ein bisschen rumgerannt und dann lag hier hinten, hier unter dem Container lag dieser Notizzettel, den ich eingesammelt habe, und wenn du Langeweilevertreib machen kannst und dafür dann noch 1% sparst überall, das ist doch super. Ja, finde ich auch. Ah, so, da ist auch der zweite Goldbarren jetzt fertig. Den holen wir uns einmal ab. Den ersten habe ich gerade eben schon geschmolzen, habt aber nicht gesehen, weil ich einfach einen Cut gesetzt habe an der Stelle. Das ist ein Kilo Gold. Das sind zwei halb Kilo Barren, die ich jetzt hier hinten drin habe. Gute Wertanlage. Gute Wertanlage. Die werden wir direkt verhökern, weil ich brauche, weil für den Goldbarren kann ich mir keinen Benzinanhänger holen, für ein paar schöne US-Dollar schon. Deswegen fahren wir jetzt als nächstes natürlich direkt zur Bank und verhökern da die beiden Goldbarren in der Hoffnung, dass der Goldkurs gerade halbwegs in Ordnung ist. Es klingt irgendwie immer so diese Bremse, da denkst du dir, oh Gott, der fährt jetzt gleich macht's Rums. Ja, es ist einfach eine Handbremse. Ja, es ist immer dieser Sound, den du hast, so, wenn es dann gleich richtig scheppert. 38.000 Cash. Guckt euch mal den Goldkurs an. Guckt mal. Hüp, der hat gerade Höhenflug. Yay. Also der Goldkurs könnte nicht besser sein. So, und jetzt haben wir 40.000 Dollar. Und ich denke mal, für den Preis sollten wir auf jeden Fall einen kleinen Tankanhänger bekommen. Beim Shop. Den werden wir direkt mal auffüllen, dann werden wir den Bagger auffüllen, dann wird natürlich heute auch noch gebaggert. Also, ne? So ist ja, ja klar. Nicht. Ein kleiner Tankanhänger. So. Schönen guten Tag. Warst du der Tankanhänger? Ne, du bist der Wasser. Wassertank. Du bist der Wassertank. Mit dem Händler, ich sehe da nie durch. Du bist ein Tankanhänger. 5.000! Den hätte ich mir schon vorher kaufen können. Ich hätte noch 6.000 auf dem Konto. Aber egal, dann können wir uns das Ding kaufen. Warte mal, 40.000. Kann es nicht sein, dass nur dass der große Bagger, wir haben jetzt gerade den kleinen Bagger, kann es nicht sein, dass der große Bagger nur paar 30.000 kostet? Das ist der kleine Bagger, den wir gerade haben? Oder wir behalten hier den kleinen Bagger und sparen. Bist du sicher, dass das der kleine Bagger ist? Wir haben einen kleinen Bagger. Wir können auch kurz beim Maschinenhändler vorbeischauen. Ich meine, wir hätten den kleinen Bagger. Ich glaube, wir haben damals sogar ein Sonderangebot gekauft. Das Ding gab sogar Rabatt oder so damals. Den gut. Aber gut, Treibstoff kostet auch nochmal eine gute Stange, wenn wir den Dingens befüllen wollen. Den großen Bagger, der wird noch mehr kosten. Ich sag nur. So, aber wichtig ist ja Treibstoff sparen da. Das war nicht gut eingepackt. Ja, ich muss hier perfekt ran, so ist die Anhängerkopplung. Ja, du musst es in der Realität machen, mein Gott. Hast du noch nie LS19 gespielt? Nee. Das Auto reagiert nicht auf mich. Ja, schon, ach, aber ich muss hier konkreter an den Anhänger anpacken als in LS19. So, reicht es? Gut, das stimmt. An Konkretheit? Ja, es gereicht. Gut, dann heißt es jetzt natürlich erstmal Treibstoff kaufen. Juhu, es wird teuer. Ich habe in meinem Auto auch keinen Treibstoff mehr, ne? Wir fahren in einem Tiefstress, ich habe schon. Oh Gott.
Der hat so kleine. Müsste mit dem Kanister laufen. Aber gut, dass ich jetzt gesehen habe. Ja, ja, ich ventilo kurz mal. Na gut, dass ich jetzt gesehen habe. Ansonsten wäre es vielleicht auf dem Rückweg gleich liegen geblieben und ich hätte mich mit dem Treibstoffanhänger noch auftanken können. So, hier gibt es eben so einen Wasserturm, da können wir Wasser herbeziehen. Eben zum Beispiel, wenn im Winter eben die Flüsse die Bäche zugefroren sind, wir kein Wasser mehr bekommen, dann dass man eben über diesen Wassertank sich das Zeug holen kann. So. Lärm, hm? Ja. Ja, passt schon. Oh. Zu weit weggeparkt. Sag ich doch. Mit diese wählerischen Spiele hier. So, einmal den Tank voll machen. So, 73 Liter. Passt 200. Noch rein. 75 haben wir wahrscheinlich insgesamt, die in den Tank passen bei uns. Oben hinten. Zu weit weg. Oh, ich glaube, wir haben auch. Wie die andere Tanksäule ist kaputt. Ah, okay. Also wenn du die Kanister auffüllen willst, ich frage, sag nur. Nee, die andere Tank, also hier ist das Ding und bei der Tanksäule, ja, der ist weg. Der hat jemand rausgerissen. So wie bei der, ja. So, wie viele passen in den Tank rein? Oh shit. 2700 für eine Lebensration Treibstoff gefühlt. Einfach 1000 Liter. Lebensration, ja, aber 1000 Liter versus 20 Liter Kanister. Das ist die Mobilität nicht. Ja? Also es reicht für ein Jahr oder so. Aber keine Lebensration. Aber schon interessant, so versus 20 Liter Kanister, also schon ein Unterschied, ne? Hm, ja, das stimmt. Ich meine, wie viele Kanister hast du jetzt das hinten? 5. Weil mit 2 Kanistern war es mir zu doof. 50 Kanister hast du da hinten dran hängen. Oder? Nee. Ja. Nee. 500. Nein, 50. Wenn du 500er Kanister hättest, dann hätte jeder 2 Liter drin. Ja, egal. Das kann man Mathe. Ja, so. Und wir haben den Bagger. Das ist unser Bagger. Also unser Bagger ist nicht das Ding mit diesen ewig langen Ketten. Ne? Ah ne, 84.000, okay. Und der hat 19.000, okay. Lol. Der ist doch ein bisschen sicher? Teurer. Ja? Sicher? Den haben wir nicht. Wie sollen wir 84.000 uns mal hätten leisten können mit per Handschaufeln? Ja, okay. Ne? Also, gut. So, die haben natürlich das ganze Tier 3 und Tier 4 und Tier 5 Zeug auch noch rumstehen. Es gibt bis Tier 5. Ah, hier dieser Schaltzentrale, dieser Stromgenerator. Ja, das wird unser nächstes Ziel dann sein. Beziehungsweise, was wir auch alternativ überlegen können, ist, ob es sich lohnt, dass wir weiter die aktuelle Goldmine dann noch weiter ausbauen. Weil die Goldmine, die wir aktuell haben, ist die günstigste. Weil es nämlich die auch ist, die am wenigsten Gold dir bringt pro Menge an Erde. Deswegen also andere, die es hier noch gibt, andere Claims, die haben auf jeden Fall mehr Gold zur Verfügung. Und die andere Option wäre, dass wir uns jetzt auch einen zweiten Claim entweder kaufen oder pachten, ne? Die aktuell haben wir ja nur gepachtet, den aktuellen Claim. Dass wir uns noch einen zweiten Claim pachten vielleicht. Ja. Dann hier auf unserem Claim Mitarbeiter anstellen, die da arbeiten. Und wir stattdessen dann hier alles bei Tier 2 belassen. Und auch Tier 1 haben wir auch noch da, das Zeug. Und stattdessen dann auf einem anderen Claim Tier 3 aufbauen. Wobei Tier 1, ich weiß nicht, ob sich dein Mitarbeiter überhaupt lohnt. Nö. Du kannst allgemein Mitarbeiter einstellen, die dann auf diesem Claim arbeiten, allgemein. Und allgemein dir Gold beschaffen. Das Tier 1, da habe ich ja nur gelassen. Das ist unabhängig von der Ausrüstung, die dort ist, oder wie? Richtig, das ist unabhängig von der Ausrüstung. Ach so, okay. Aber können wir uns zum Beispiel so einen Mitarbeiter jetzt schon leisten? Das müssen wir mal nachschauen am Computer.
Aber ansonsten, weißt du, das wäre jetzt auch meine Idee. Also einfach das Tier 3 Zeug dann auf dem nächsten Claim aufbauen. Ja, klingt eigentlich sinnvoll. So, dass wir vielleicht am Ende dann auf jedem Claim andere, also dass wir jeden Tier einmal aufgebaut haben am Ende vielleicht. Weißt du? So, also hier Tier 1 und Tier 2 haben, auf dem nächsten Claim mal Tier 3, dann auf dem nächsten Claim dann Tier 4. Oh, ich Junge, das ist eine tiefe Grube. Ja, ja, klar. Da steht doch ein bisschen nah am Rand der Bagger, aber egal. Ja, ein bisschen. Das ist nicht gesund für die Kupplung, ich sag nur. Hoffentlich hast du die Handbremse drin, ich sag nur. Ja, Das rollt übrigens auch, ich wollte nur sagen. Wer rollt? Ich habe eine Handbremse reingemacht. Das Auto. Das rollt. Warum rollt das? Ich habe die Handbremse reingemacht. Oder? Rollst du? Es rutscht. Es rutscht, es rollt nicht, es rutscht. Weil Handbremse ist drin. Okay, dann nehmen wir uns mal das ganze Ding und tanken den Bogger auf. Richtig. So, rein. Wo ist denn hier der Tank? Von oben. Vorne dran, oben drauf. Da ist, ach nee, hier ist der Zapfhahn. Ja, okay. Nö. Es ist sogar noch relativ voll. Ja. Oh, schön, das Kabel so quer gespannt, so die Luft so in der Kurve gespannt ist. Hochstromleitung, Hochsprungleitung, Alter. Ui. Ja, Hochsprung habe ich gerade gemacht. Ich habe 4 Kilo Stahlkugeln durch die Luft geworfen. Was? So, ich nehme meine Schaufelkamera. Was ja. Du solltest zurückfahren. Ich wollte gerade nicht fahren, eigentlich. Ich wollte nämlich eigentlich in den Modus hier gehen. Doch. Musst du das Ding nicht noch anschalten? Ja, die Waschanlage müsste ich ja noch anschalten, das ist richtig. So, ich wollte nur schauen. So, egal. Oh. Hier liegt ja noch ein Kanister. Hier liegt der fünfte Kanister mit noch 4 Kanister drauf. Es waren auf jeden Fall, glaube ich, nicht 5. Ne, sind nur 4. Diese. Es sind nur 4 Kanister. Ja, da ist das der fünfte. Der liegt hier einfach noch. Okay. Der Ausrüstung, die überall rumliegt, ey. Ja. Eieieiei. Da vorne so ein Zelt. Ich habe gerade überlegt, wo ist das Zelt. Aber hier vorne, das war ja der kleine Mini-Ding, ist da, wo wir angefangen mit Tier 1 Zeug. Ist auch noch da, alles da ist. Und zwar. Aufs Tablet. Ah. Für 10.000 können wir das Mitarbeiter-Feature unlocken. Entsperren. Wir haben 32.000. Ja, mach mal. So. Stufe Tier 1. Gib nur den. Der Film. Wir haben 46 am Tag. Spezifikation Hogpen Waschrin, also Tier 1 ist der eigentlich. Naja, steht auch da. Stufe Tier 1. Ja. Und an der Waschrinne ist er besonders gut. Aber den kannst du dann schon noch einzeln zuweisen, sehe ich das richtig? Ja, anscheinend schon irgendwie. Ich habe mich auch noch nicht genau mit. Beschäftigt, aber gut, jetzt haben wir das schon mal freigestellt, das heißt, jetzt können wir schon mal ein paar Bewerber sammeln. Das sind vielleicht mal irgendwann mal welche anstellen. Ah. Können. Andererseits, ich weiß, überleg gerade, können wir Parzellen auch hier uns über das Tablet anschauen, welche Parzellen es noch gibt? Ah, genau, wir können es hier auf die Bank auch so gehen, nämlich hier Parzellen. 600.000! Was? Kostet das Ding? Was? Das hier, was wir gerade haben. So, Ordnungspanne. Ja. Parzelle. Ja. 100.000. Ja. Aber wir können auch nur ein einziges Fahrzeug auf der Parzelle haben, also, ja. Deswegen, wir können noch einen Fahrzeugplatz hinzufügen, aber das müssen wir kaufen, das wäre halt auch doof. Genau, und wir haben das aktuell gepachtet halt eben für Gold. Wir tun jeden Tag einen Teil unseres Goldes abgeben. Provisionen der Pacht 30%. Genau, 30% unseres
Golds tun wir dem abgeben. Genau. So. 35%! Und sagt hier pro Quadratfuß, Amis halt, kostet das Ding 60 Dollar. So kommt es immer noch auf 600.000 Dollar. Und das hier kostet dann 1,2 Millionen Dollar, die nächste. Oder halt eben einmaliger Pachtpreis von 300.000, die Rivertown. Aber, ich glaube, da lohnt sich dann 1,2 Millionen irgendwie mehr, oder? Im Vergleich zu 300.000? Das ist der einmalige Preis, und danach zahlen wir eben immer nur 35% unseres Goldes als Preis. Ja, aber 35%? Wir zahlen jetzt auch schon 30% unseres Goldes. Ja, aber. Das geht das ist schon. Ja mehr, das ist ja auch mehr dann, weißt du? Das ist ja dann. Dann geht ja auch mehr verloren. Aber wirtschaft das mal 1,2 Millionen. Ja, okay. Also, ich meine, du solltest ja jetzt mehr verdienen, dadurch, dass du nicht mehr da mit dem Truck hin und her fahren musst. Ja. Aber hier hätten wir auch eine mittlere Goldmenge, die aber ist und keine Parzellenverschmutzung. Und hier haben wir niedrige Goldmenge, auch keine Verschmutzung. Hier haben wir es mit einem Fluss, das heißt, es ist eine Wasserquelle. Ja, aktuell haben wir ja nur einen großen Bach, da ist ein Fluss. Das heißt, der friert später zu auch erst. Das heißt, wir haben im Winter auch weniger Probleme mit zugefrorenem Fluss. Dann die nächste wäre dann Pine Valley. So, dann hier mal 40%. Da habe ich dann schon überlegen, da wäre es vielleicht doch sinnvoller für 1,8 Millionen, das Ding zu kaufen, also 500.000 einmaliger Pachtpreis. Also das lohnt sich dann wirklich echt nicht mehr, das zu pachten. Ne? Hier hätten wir auch nur einen großen Bach, aber hier hätten wir eine hohe erwartete Goldmenge. Und hier haben wir, genau, die kostet 2,4 Millionen und die hat einen sehr, sehr hohen Goldmenge, die erwartet wird. Und da haben wir einen See, aus dem wir beziehen können. Seen, aus dem wir beziehen können. Also, da es wird zufrieren, kannst du vergessen, das passiert nicht. Deswegen. Ah, gut, das heißt, ehe wir uns eine nächste Parzelle holen, das dauert auf jeden Fall noch einen guten Moment. So, jetzt haben wir heute aber relativ wenig geschürft, mehr so organisatorisch das Ganze so ein bisschen angeschaut. Aber ich würde sagen, das sollte nicht schlimm sein. Dafür können wir in der nächsten Folge dann umso mehr baggern, schürfen, schaufeln. Und wir wissen jetzt erst schon mal, was wir für einen Plan haben und wo es dann in der nächsten Zeit dann tendenziell hingehen soll. Dann danke fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zur nächsten Folge. Ne? Tschüss. Einen wunderschönen Tag noch. Bis morgen sieht das Factory. Pascal seht ihr dann nicht. Sondern Raphael. Huhu. Tschüss. Tschüss.